Ja, das Filmfest ist wieder mal in Hamburg präsent. Im Sofitel Hotel findet heute Abend der Director's Cut statt. Im Grunde geht es heute speziell um neue Projekte. Erhofft man sich durch den Abend auch Kontakte zu schließen, eventuell an die eine oder andere Rolle ranzukommen? Also wir Schauspieler werden ja von unseren Agenten immer hingeschickt, die sagen immer, Mensch, ihr müsst Kontakte machen und ansprechen. Ich kann sowas gar nicht, ich bin viel zu schüchtern. Und eigentlich hatte auch noch nie was geklappt. Ich glaube, das ist eher so Kollegen zu sehen und so. Kontakte laufen woanders. Wie wichtig ist es für einen Schauspieler, an solchen Events teilzunehmen, um in den Medien präsent zu bleiben? Ich glaube, es ist sehr wichtig, aber ganz ehrlich, es ist für uns echt kein Spaß, es ist Arbeit. Ich suche mir schon eigentlich die Veranstaltungen raus, die für mich auch am wichtigsten sind. Und solche Veranstaltungen wie heute Abend sind auf keinen Fall irgendwie so rein privates Vergnügen. Das wirkt vielleicht auf den Betrachter außen so ein bisschen so, oh, die feiern da immer und dann trinken die Champagner, aber so ist es nicht. Also ich bin heute Abend hier natürlich, um Gespräche zu führen, auch um neue Aufträge irgendwo zu generieren. Das ist natürlich das. Wir sind hier beim Filmfest, wir sind hier in der Medienbranche, wir suchen alle Arbeit und das ist hier eine super Kontaktbörse. Hier kommen viele Menschen her mit Arbeit und viele, die Arbeit suchen. Und so kann man sich herrlich ergänzen hier. Nicht unbedingt als Pflicht, sondern es ist ein Teil meines Berufes. Es ist natürlich schon wichtig, auf diversen Veranstaltungen zugegen zu sein. Es macht aber auch Spaß. Also es ist eine Mischung aus beidem. Es ist, sagen wir mal so, das ist das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, weil solche Veranstaltungen dienen auch immer dazu, Kontakte zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen. Meine Moderationskarriere habe ich ja mehr oder minder in den Nagel gehangen und bin nur noch Hobby-Moderator. Als Unternehmensberater und als Berater von Rapid Share erhoffen wir uns natürlich Kontakte zur Filmindustrie, Kooperationen, Rechtekauf und dass wir da ins Geschäft kommen und da neue Modelle entwickeln. Also im Grunde genommen ist es dasselbe, was wir suchen, nur von der anderen Seite. An Abenden wie diesen ist es sehr schön, weil man nicht oft dazu kommt. Auch dass mal jeder mal sagt, Mensch, oh, ist gerade schwierig oder läuft gerade gut oder weiß gerade nicht, wie ich da rangehen soll oder wie arbeite ich mit diesen Menschen oder wie will ich das Projekt machen. Und das hilft auf jeden Fall und macht auch Sinn, finde ich, dass nicht alle gegeneinander arbeiten, sondern miteinander, weil Film ist Teamarbeit. Der PR-Bereich und auch Marketing und Werbung vor allen Dingen, Werbeverträge, Sponsorendeals und sowas, dafür ist das natürlich immer gut, auf Events zu sein und da kann man natürlich auch interessante Kontakte knüpfen in der Richtung. Könnten Sie sich mal vorstellen, was ganz anderes als Comedy zu machen? Ja, natürlich. Was wäre Ihre Traumrolle? Leichenpflastern seinen Weg. Erinnern Sie sich noch an diese Western? Da gab es die Hauptrolle, den Silence, gespielt von Jean-Louis Trintignant. Er war die Hauptrolle, musste keinen Text lernen und wurde kurz vor Schluss umgebracht. Das wäre meine Traumrolle.